So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Und ja, wir haben letztes Mal Schloss Osaka gespielt. Wir kommen zur nächsten Mission, die Nakasendo-Route. Und jetzt gucken wir uns erstmal eine kleine Sequenz an, glaube ich. Ja, hier, wir sehen, Hayato muss einen illegalen Waffentransport auf der Nakasendo-Route abfangen. Allerdings schleicht noch jemand anderes im Wald herum. Abzeichen und sowas werde ich mir jetzt nicht ansehen, um mich zu spoilern. Ich habe hier auch nur eins geschafft. Also, ich habe es aber bisher auch noch kein zweites Mal gespielt und versucht, irgendwelche Sachen zu kriegen. Also, mir ist auch egal. Ja, ich möchte die Zwischensequenz nochmal ansehen. After the fall of Osaka Castle, Japan was united under the rule of the new Shogun. In the following years, the Shogun's new laws stabilized the nation. Culture and the economy flourish as the land and its people recover from years of conflict. But now this fragile peace is threatened. Rumor spreads of a conspiracy to overthrow the Shogun. No one knows the identity of the leader, but a name is whispered in the streets. Kage-sama. Your last attack showed spirit, but you both neglected your defense. A samurai must have patience, for its lack will cost him dearly. I understand, Mukin-sensei. Even together we are no match for you. Does our sensei enjoy beating us? I enjoy your progress, Masara-sama. You and Ryunosuke-sama are your father's children. Their talent lies within you. And yet, you defeated us both with a single strike. Patience. I know the day will come when the two of you will force me to my knees. I look forward to that day. Apologies, my lords. The Shogun has requested Mugen-sama's presence. I will come at once. Forgive me, my lords. Of course. Please give my regards to my father. Natürlich sind die Sequenzen jetzt nicht so... Es sind keine cineastisch wirklich... Brother, if you give me command of the Shogunate troops, I will hunt down Kage-sama wherever a person speaks his name. I will, if the need arises for such drastic measures. For now, you will bow to the wisdom of your Shogun. Let us speak again tomorrow. Of course, brother. I will await your messenger. Ist halt alles in In-Game-Grafik. Mugen-san? Lord Noboru? You wish to see me, my Shogun? Mugen, I received a message from our spies telling me of an illegal transport. There are wagons loaded with firearms bound for Kyoto. Is it Kage-sama? Has he exposed himself? It appears so. I want you to seize this transport. Find out where it came from, and you will no doubt find our enemy. I live to serve you, my Shogun. This matter requires delicate hands. You will act with my authority. If you need assistance, choose with care. I already have someone in mind. Excellent. Go then, Mugen. Bring me Kage-sama. I will not disappoint you, my Shogun. You are not an easy man to find, Hayato-san. It's part of the job. Still, I got your message. Need my help again? I have been given a difficult task. One I wouldn't mind sharing with people I trust. Your letter. It mentioned Kage-sama. Thought that was just a rumor. Oh, he is real, I assure you. So real that the Shogun sees him as a threat to the peace. It will be him that we will hunt. Yeah, as long as I get paid, I'm fine chasing ghosts. What's the mission? At dawn tomorrow,
An illegal transport will travel along the Nakasendo route. It will pass through the area detailed in this letter. I want you to halt this convoy and eliminate the officers of the guard. At your signal, I will move in with Shogunate men. Simple enough. All right. See you on the road. One more thing, Hayato-san. Hey. Good to see you again. Likewise. Und jetzt kommen wir wieder in dem wunderschönen, ewig langen Ladebildschirm an. Ja, wir haben hier jetzt also das Level Nakasendo-Route. Ein neues Zeitalter hat quasi für Japan angefangen. Und ja, jetzt gibt es wohl jemanden, der sich dagegen erhebt. Für die Leute, die sich jetzt mit japanischen Titeln und so weiter nicht groß auskennen. Ihr habt wahrscheinlich festgestellt, dass sehr häufig das Wort Sama oder Sama, wie es hier häufig betont wird, fällt. Das bedeutet so viel wie, wie soll man sagen, das ist ein Zeichen großer Ehrerbietung. Wenn man jemanden mit so einem Titel anspricht, hat man sehr großen Respekt vor dem oder sieht ihn als Höhergestellten. Hingegen fällt aber auch häufig der Titel San, was im Grunde so gleichbedeutend ist mit Herr, Frau, so und so. Und ja, ist auch noch halbwegs respektvoll. Gut, erstmal weiter. All right, that must be the transport. Wonder why it stopped. Looks like the bridge gave in. That's fine with me. The ones with the flags are the officers. Think I'll kill at least four, just to be safe. I'll signal Mugen when I'm done. That statue looks like a good spot. They are looking for something. Or someone. Better keep my head down. Interessanterweise haben hier einige auch eindeutig Nahkampfwaffen, nämlich Naginata. Aber ich weiß gar nicht, ob sie die einsetzen. Ich bin nie in die Situation gekommen. Kurz mal schnell sprechen. Ich muss auch mal kurz hier ein Kabel. She must be hiding here somewhere. Keep searching. She's here. I know it. Wer ist sie, ist die Frage. Kann ich hier rum? Nee. Ich müsste also ihn hier... Problem ist, dass ich dadurch ein... I'll cause a distraction. I'm going in. Ich bin gar nicht da. Quiet. No noise. Keep searching. She's here. I know it. Who's making noise? Huh? A trap. Interesting. Don't move. What are you? A lonely wolf? A child, huh? You're the one they're looking for. No, they're not. I'm silent, like a cat. What are you doing here? I saw things on those wagons. They didn't look happy there, so I thought I'd take them with me. Better run along now. Bad things happen to children out here. Go play somewhere else. You saw my little trap, right? I could help you. If you send me away, I'll just try on my own again. I don't have time for this. Fine. You can come along. But you do exactly what I tell you. Got it? Hi, Sensei. Don't call me that. Für die, die es nicht wissen, Sensei ist eine Anrede für Lehrer und Ärzte.
Also für einen Lehrmeister zum Beispiel. Der hier steht ja gerade relativ alleine. Um den kann ich mich kurz kümmern. Wobei ich glaube, ich zeige die Kleine mal. Das ist Yuki. Heißt, glaube ich, wörtlich so viel wie Schnee. Also, wobei auch Hayato zum Beispiel das Wort für Falke ist. Also auch sie kann Leute relativ einfach umbringen. Allerdings hat die noch andere Fähigkeiten, nämlich eine Pfeife und eine Falle. Wie die wirkten, hat sie im Grunde schon gezeigt. So. Das geht. Mit ihm jetzt so sicher aus dem Sichtfeld. Zack. Hoppla. Oh, so exciting. So. Das Problem ist, sie ist halt sehr langsam. Also wenn sie was schleppt. Und eine Sache, die ich ganz vergessen habe zu erwähnen. Es wurde ja dieser ominöse Kage-sama genannt. Wer sich jetzt fragt, hat dieser Name was zu bedeuten? Ja, Kage bedeutet so viel wie Schatten. Okay, hier kommt man hoch, aber muss damit direkt durch das Sichtfeld von dem Typen. Aber den Kerl kann ich da sicher erledigen, ohne dass uns jemand sieht. Ja, hier ist super. Wake up, little June. Niemand. Da liegt ganz sicher auch keine Falle. So. Hayato ist natürlich insgesamt ein bisschen schneller und effektiver als Yuki, aber er kann zum Beispiel keine Leute durch die Gegend locken. Any news? Quiet. Hier könnte es jetzt interessant werden. Time for auf der Zivilist. Hey. No move like water. There we go. Looks so easy for you. That's because I'm a grown up. Yeah. So. Jetzt bleibt er da versteckt. Es gibt nämlich jetzt eine Kleinigkeit, die wir beachten sollten. Und das ist, der Kerl, der jetzt gleich hier langkommt, wird sich fragen, wo der ist, mit dem er eben geredet hat. Oh, just my luck. Don't lose focus. Und das ist eine wichtige Sache. Das können wir zum Beispiel ausnutzen. No use waiting. Müsste er sich nicht jetzt langsam fragen? Wir könnten ihn jetzt ein bisschen durch die Gegend locken, aber ich warte lieber, dass er einfach nur kurz unaufmerksam ist. One down. Nothing personal. So. Er schmeißt einfach mal wieder ein paar Leute durch die Gegend. Das kann er gut. So. Ach ja. Also ich muss sagen, was die klassischen Stealth-Aktivitäten angeht, da finde ich es Hayato einfach der effektivste, weil er die Leichen noch relativ gut entsorgen kann. Eine Sache, die man hier übrigens machen kann, die nicht zu unterschätzen ist, schwimmen. Das können nämlich, also ich meine, Mugen kann es, glaube ich, zum Beispiel in seiner Rüstung eben nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal kurz mit ihr hier lang. Mich einfach mal hier vorbeischleichen, wenn das möglich ist. Perfekt. Wagons. No one looks up there. Let's jump on top. Not a bad idea, actually. Und er hier zum Beispiel steht auch relativ ungesichert. Das heißt, ich kann ihn schon einfach anspringen. Wobei, nee, er wird gesehen. Von dem da. Die Wache wird bewacht, mal wieder.
Aber sie ist ideal, um hier einzelne Leute rauszulocken. Calm, focus. So, mit Hayato, wo habe ich ihn nochmal? Who taught you? Alleycats. Always ready. Also man kann sagen, Yuki ist quasi das Klischee Straßenmädchen. So, der Zivilist bemerkt hier gerade gar nichts. Ach, da steht noch ein Offizier. Quiet. So, Hayato kann nämlich schwimmen und ist da grundsätzlich versteckt. Ich weiß nicht, ob er im Wasser bemerkt wird. Tatsächlich nicht. Und den sieht hier niemand. Hm, Ochsen. Dangerous if provoked. Why not make use of that? Don't hurt him. The ox? No. He just needs a little poke. Strange sound. Two flags down. Why are you hiding? Steine und Ochsen. Da gab es jetzt ein Achievement. I saw them. What is taking so long? What was that? What happened? Ein kleiner Unfall, mehr nicht. Das mit dem Ochsen ist halt eine sehr, sehr nützliche kleine Sache. Ich hätte mich am besten, glaube ich, hier einfach hochgeschlichen. Here. I know you're here. So, das Problem ist jetzt... Ja gut, er darf es nicht sehen und er darf nichts mitkriegen. Gibt es hier einen Punkt, wo keiner was sieht? Das Problem ist halt die Patrouille. Fate was unkind today. Gut, jetzt muss ich die Zeit nutzen. Any news? That wake up? Mm-hmm. Ja, wobei, da würde sich jetzt sehr schnell umdrehen. Lovely tune. Who goes there? No, Mist, das hat nicht no, geklappt. Please. Das geht nicht schnell genug. Is it a puzzle? Wie kriege ich das mit Yuki am besten hin? Ich glaube, ich muss am ehesten die Patrouille erledigen. Hier ist nämlich ein Bereich, in dem die Patrouille nicht gesehen wird. Das heißt, ich hopp's jetzt einfach mal kurz ein bisschen über die Wagen. Is the wagon still stuck? Kann ich hier rüber hüpfen? This is fun. Slowly. Ich warte jetzt einfach, bis die Patrouille hier das nächste Mal vorbeikommt. Währenddessen schaue ich, was ich hier mit Hayato machen kann. Ich kann nämlich hier noch ein bisschen lang schwimmen. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Offizier. Und hier haben wir eine Wache, die sich zwischenzeitlich auch sehr, ich sag mal, einsam befindet. Oh, Mist, genau zwischen die Wagen gesprungen. Oh, Kacke. Ich muss drauf achten. Hier wäre es richtig. Wobei, nee, da sieht man es auch. Der sieht zu viel. This is fun. Auch scheiß Timing. Ich muss schauen, dass ich das wirklich genau dann mache, wenn der hier unten entlang läuft. Da kriege ich den alleine. Das war zu früh, verdammt. Das kommt häufiger. Aber ich muss es mit dem Timing echt gut abpassen. Dann kann ich ihn erledigen, ohne dass es jemand merkt. So zum Beispiel. Das Problem ist, ihn jetzt hier wegzukriegen, ist so gut wie unmöglich. Und auch hier wegzukommen wird nicht einfach. Likes to lean over the edge. Maybe she's waiting for someone below. Not the words I choose, but good in theory. Das wäre auch einfach möglich gewesen. Ach, verdammt. Ich glaube, was ich hier mache, wird jetzt ein sehr billiger Trick. Someone there. That's a good trick. Ooh, so? Three down. Aren't you a bit too good at this? What do you mean? Never mind. One to go. It's too hard, sorry. Hush. Puh, das war knapp. Coming, uh-uh. Das hat nicht geklappt. Verdammt, habe ich jetzt nach dem Kerl abgespeichert? Ich hoffe ja. Ach nee, natürlich nicht. Hush. Gut. Bird's voice. Who's making noise? Ooh, so
Three down. Aren't you a bit too good at this? What do you mean? Never mind. One to go. Okay, hier kommen wir noch hoch. Beautiful stone. Likes to lean over the edge. Maybe she's waiting for someone below. Not the words I choose, but good in theory. Gut, ich werde mich jetzt hier erstmal um wen kümmern. Der steht da so alleine gerade. Ready. Oh, Shuriken! Oh, can I have one? Ach, verdammt. Definitely not. Da sieht man den. Da muss ich aufpassen. Hier ist auch noch ein Offizier. Gut, es hieß ja mindestens so viele. Are they done yet? Ich kann auch einfach warten, bis der hier nicht hinschaut. Ihn dann erledigen und ins Wasser schleifen. So, abspeichern. Time for sword work. Sake. Hey. Move. Hey. Nothing personal. Hey. So. Und niemand bewacht die Wachen. Ja gut, er hier. Sie war ja einer der er war das, der patrouilliert. Ach ja, übrigens, es gibt ab und an mal Einheiten, die tragen die Namen von Entwicklern. Ich glaube, ich erledige lieber erstmal den da hinten. Was Yuki angeht, mit der kann ich erstmal kurz hier rüberhopsen. Und dem hinterherkommen, weil er muss... Was? Ach, der wird da oben erwischt. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ach Mann, jetzt muss ich den... Natürlich, auch hier habe ich das Scheiß-Timing quasi gepachtet. So. Natürlich, jetzt geht er auch genau vor dem aus dem Wasser. Ach, ist er was. Komm, mache ich hier einfach einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das konstruktive Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben und in der nächsten Folge geht's weiter bei Shadow Tactics. Also es ist ein etwas ungewöhnliches Spiel und man sieht, man muss auch lange nicht alle Gegner erledigen und sowas. An gewissen Punkten wird das allerdings auch mal angebracht sein. Na, bis zum nächsten Mal. Cheerio!